Lustige Witze in 3, 2, 1, los. 7 Uhr, aufstehen. 7 Uhr, arbeiten. 7 Uhr, einkaufen gehen. 7 Uhr, Batterien der Armbanduhr wechseln. Man kann natürlich die AfD wählen, weil man es der CDU, SPD und so weiter zeigen will. Man kann aber auch Crystal Meth nehmen, weil man mit dem Rauchen aufhören will. Bildung ist gut. Reiche Eltern sind guter. Ich bediene den Fernseher nur mit der Kraft meiner Gedanken. Alter, da steht ein Asiate und schalte für dich um. Yep, Telechinese. Ich habe eine seltene Form der Schizophrenie, bei der das zweite Ich nie zum Vorschein kommt, aber trotzdem seine eigene Mahlzeit verlangt. Feministinnen haben den Antrag gestellt, Tomatenmark in Tomatensabine umzubenennen. Warum haben Donuts ein Loch in der Mitte? Weil der Bäcker sie mit Liebe gemacht hat. Deswegen sind sie auch glasiert. Ich weiß, dass ich morgen Mathe schreibe, aber im Fernsehen kommt gerade eine Dokumentation über Türrahmen. Ich suche nach Arbeit. Hast du denn Erfahrung? Ja, ich suche schon 3 Jahre. 5 Frauenminuten entsprechen etwa 20 Männerzentimetern. Warum tragen die Typen vom IS nur Gewänder? Damit die Ziegen den Reißverschluss nicht hören. Ich habe keinen Bock mehr. Ziege, 12, verwitwet. Ich glaube, der Typ, der den Schlips erfunden hat, wollte Selbstmord begehen. Aber dann sah er sich selbst im Spiegel und dachte, halt, stopp, das sieht geil aus. Glück ist wie Pupsen, wenn man das erzwingen wird, ist scheiße. Lieber Mario, ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, deine Prinzessin zu retten. Hast du sie wenigstens geknallt? Nichts versorgt mir den Freitag mehr als die Tatsache, dass es erst Dienstagmittag ist. Wenn Gift das Ablaufdatum erreicht, ist es dann giftiger oder weniger giftig? Was ich sage, mir ist langweilig. Was meine Mutter hört, ich bin die neue Putzfrau, wo soll ich anfangen? Meine Freundin meinte, dass wenn ich ihr nochmal etwas richtig Dummes schenke, würde sie es anzünden. Also habe ich ihr eine Kerze geschenkt. Ist hier eine Chupa Chups Fabrik oder warum sind hier so viele Lutscher? Wir sollten heute in der Schule ein Buch vorstellen. Hab mich selbst vorgestellt. Roman, 21. Ich habe heute einem Mädel einen Regenschirm ausgeliehen. Das bringt die Zahl der Mädels, die dieses Jahr wegen mir feucht werden, auf -1. Schrauben und Muttern mit auf die Achterbahn nehmen, dich beim Start zu dem Typen vor dir rüberlehnen und sagen, jo, das kam gerade aus deinem Sitz. Verleugnung, Ärger, Verhandeln, Depression, Akzeptanz, Samstag, Sonntag. Ich bin so einfach gestrickt, ich könnte im Prinzip auch gehäkelt sein. Als Nutte würde ich jedes Mal bei der Bezahlung sagen, es war mir ein Geschäft, mit ihnen Freude zu machen. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen, oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.